Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin im Haus Vulkan angekommen und ich gucke jetzt rein. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Einladung bekommen. Das haben die da draußen wohl nicht mitbekommen. Die wollten mich. Fünf Pfeile. Okay. Nehme ich natürlich gern. Hallo? Jemand zu Hause? Nicht mal anklopfen, ich mache einfach die Tür auf? Na gut, okay. Haus Vulkan. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Das war so klar, ne? Sieht ein bisschen aus wie die Tafelrunde. Hi. Aren't you precocious? We rarely receive visitors to the Volcano Manor without invitation. Ich habe eine Einladung. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us? Rise with us. Against the Erdtree. Ha. Eigentlich. Ha. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Eigentlich würde ich mit Rani kämpfen. Jetzt muss ich mich hier irgendwelchen anderen Boys anschließen. Lukas, grüß dich, hi. Ich bin minimal überfordert gerade mit dieser Entscheidung. Ich gehe einfach wieder. Oh, ich weiß nicht. Gegen den Erdenbaum. Ach Leute. Die einen wollen die Ordnung wiederherstellen. Oh, jetzt muss ich überlegen, ne? Die haben mir so viel Zeug erzählt. Oh Mann, okay, also wir haben den Erdenbaum mit dem Elden Ring und diese Ordnung wiederherzustellen würde bedeuten. Weiß ich nicht. Die haben mir. Da ist irgendwie Chaos ausgebrochen und dann war alles Schmutz. Und das Ganze ist eigentlich aus diesem Elden Ring entstanden, weil die sich gezankt haben. Also da ist nichts Gutes bei rausgekommen. Ach ja, komm, wir ändern mal ein bisschen was. About the burden, if you have, rise with us. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. I am Tanith, the proprietress of this house. An honor to have you. Okay. Danke. Hast du noch was zu The melden? drawing room is through the hall. Ja, nee. Use Also da hinten, da oben geht noch was. Hier liegt ein Toter. Parfümflasche. Was war das gerade? War das ein Schlüssel? Die Parfümflasche. Nein.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was das für ein Gegenstand war. Ah doch, hier. Für Parfümobjekte nötiger Behälter, okay. Tür ist blockiert. Hi, hallo? Irgendwer zu Hause? Nö. Erstmal die Einrichtung killen. Rekusantenfinger. Brief des Hauses Vulkan. You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. With weak stomachs have no place here. I thought I told you to leave. Or do you claim to understand what it means to be a recusant? Rekusante Gnade zu verschließen und die eigenen Brüder und Schwestern gnadenlos zu jagen. Well, as long as you understand what you're saying, I thought you were tarnished bred by virtue. Perhaps Tugend und Ehre noch was bedeutet. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous path leads only to a pitiful death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. Hey, dir habe ich geholfen. Again, brave tarnished. It is a shame that I did not beckon you here with my own hand, but I am pleased that we meet again. Here, at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance, may you tread the path of valor. Brave Tarnished, under Lady Tanith's guidance, may you tread the path of valor. Ich verstehe das so gut wie kein anderer. Du wolltest Millicent töten. Ja, Maleficent ist aber auch... Die war nicht nett. Nicht so richtig. Die war ein bisschen... Weiß ich nicht. Okay. Hier ist ein Zimmer verschlossen. Beziehungsweise versperrt, blockiert. So, da hinten haben wir noch die Tür, die nicht aufging von dieser Seite. Das heißt, jetzt gucken wir mal nach oben. Okay. Wow. Deine Waffe macht Schaden. So nicht, Freundchen. Gisas Rat. Sechser Schmiedestein, okay.
Ja, gut. Hier ist weniger passiert, als ich gedacht habe. Aber Leute, ich kann euch absolut verstehen. Das stimmt schon. Die sind alle komisch da draußen. Ihr seid zwar auch ein bisschen seltsam, aber... Ah, und ich vermute mal, dass ich von dieser Höhle aus irgendwie hier durch in diese Tür reingekommen wäre, wenn ich mich da weiter durchgekämpft hätte. Maleficent ist kein Tarnished. Okay. Da unten ist die Map. Da hinten. Da hinten runter irgendwie. What the fuck? Okay. Aua! Ey, why? Ey, stopp. Ja, klar. Ist hier einfach eine Riesenhand. Hi, da bin ich wieder. Ich weiß, war gerade schon da. Sorry. Hey! Patches! Well, you joined the manor, huh? I don't believe it. Didn't think you had it in you. All good, though. We're on the same side now. We'll do good work together. Oh, and of course, we can do business, if you like. Hatch's Emporium at the Volcano Manor. Especially for you. Guck mal an. Gnadenimitator. Becherdolche. Nee, alles auch eher so Schmutz. Die verkaufen alle immer nur so seltsames Zeug, was doch kein Mensch braucht. Schwelender Schmetterling. Okay. So, ich habe das Gefühl, die große Hand sollte ich etwas anders angehen. Vulkanstein. Na bitte. So einfach kann es sein. Okay, jetzt haben wir hier auch die Karte gefunden. Wunderbar. Nee, warte mal, da war die Gnade. Das war die Gnade, die unterhalb dort war, in diesem Haus. Das heißt, hierüber kann ich den Rest erforschen. Den Rest der Männer. Und da komme ich wahrscheinlich dann auch da runter, weil für mich sieht es jetzt hier... Da hinten ist noch eine Gnade, die nehme ich natürlich mit. Was hast du zu erzählen? Fürst Rikard! Wenn eure Blasphemie dieses stinkende Feld des Todes bringen würde, kann ich euch nicht länger folgen. Niemand kann das.
Okay. Gut. So, ja, hier kann ich nicht runterhüpfen. Das ist zu weit unten. Also, wie ich vermutet habe, dorthin komme ich eher. Wobei, vielleicht da hinten noch, aber. Ich denke nicht. Ach, du bist wieder da. Ein großes, eiskaltes Händchen. Nee. Okay. Na, da unten gibt es bestimmt noch die ein oder andere Kleinigkeit zu holen. Gut. Ich habe das Gefühl, ich soll mich mit dieser Bestie da oben anlegen. Ich habe das Gefühl, ich soll mich mit der Bestie anlegen. Du kannst wilde Dinge. Aua, shitty. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh oh. Uff. Oh, zweimal. Oh oh, Mist. Shit, nicht gut. Oh nee, gar nicht gut. Oh. Der mache ich aber auch nicht so viel Damage, ne? Vielleicht mit dem großen Schwert.
Mal probieren, ob da mehr geht. Einmal mit dem großen Schwert probieren, ob da mehr geht. Große Last. So viele Zahlen. Komme ich irgendwie auf eine kleinere Last? Sieht schlecht aus, hä? Huh? Oh, wie viel fehlt noch? Sehe ich nirgends. Okay, es fehlt echt nicht viel. Okay. Oh, what the fuck? Wie viel mehr Leben ich habe durch das Ding, durch das Schwert. Ist eigentlich ganz geil. Okay, er kann mich greifen. Auf wie viel habe ich denn das aufgelevelt, dieses Schwert? Das 5. War das das Maximum? Nee, ne? War nicht Maximum. Muss unbedingt mehr Last tragen können. Ah, das war jetzt Mist. Boah. Da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht beim Leveln. Plus 10 mit den anderen, okay. Ja, weil das ist ja so ein Sternenmetall-Ding. Ja, klar. Nee, ach, ich wollte jetzt gerade die gelernte Attacke machen, die ich ständig gemacht habe bisher.
Mist. Ja, das hält auch nicht so lange mit diesem Schwert, ne? Da hatte ich mit dem anderen Schwert mehr Damage gemacht. Boah, den Gegner, den Boss fühle ich nicht so wirklich, gerade aktuell. Den fühle ich nicht wirklich, den Kollegen. Was macht der? Ist das Magie? Ja, muss Magie sein. Das bringt mir gar nicht so viel, das Amulett, hätte ich jetzt gesagt. Erhöht Geschick, erhöht Weisheit. Angriffe verbessert, finalen Angriff von Angriffsketten verbessert, aufgeladene Angriffe. Ausdauer verringernde Angriffe gegen Blocker. Nee, der blockt ja nichts. Verbessert Sprungangriffe. Na, dann benutzen wir doch mal ein bisschen Sprungangriffe. Jetzt habe ich aber eine große Last. Jetzt nicht mehr, oder? Scheiße. Ich wollte mit meinem Angriff aus diesen Attacken rauslaufen, aber ich war off-timing. Ich war off-timing. Das hätte ich früher starten müssen. Dann hätte es vielleicht geklappt, aber so nicht. So nicht. Ach, come on. Echt jetzt? Ey, komm! Wann muss ich denn da ausweichen? Oh, ich sehe mich überhaupt nicht gegen den. Oh, Mann. Das ist scheiße.
Okay, vielleicht sehe ich mich doch. Ah, das macht aber kaum Damage. Wow. Ah. Dreimal. Dreimal relativ zügig hintereinander mit dem Sturmangriff, mit dem mit der Duellfähigkeit treffen. Dreimal. Das ist nicht viel. Dann wird er genockt. Oder halt gestaggert oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Viermal? Echt? Und dann noch ein fünfter hinterher. Und da bei diesem Drehding von oben, boah. Da bin ich noch kein einziges Mal, glaube ich, ausgewichen. Oder, also ich versuche natürlich auszuweichen, aber ich war jedes Mal zu spät dran oder zu früh oder keine Ahnung. Jetzt habe ich ihn relativ zügig dreimal hintereinander getroffen. Das hat nichts gebracht. Ach komm, das ist jetzt saublöd. Na Mist. Mist. Ich denke, den sollte ich auch mit einer stumpfen Waffe verprügeln. Weil der so aus Stein ist, ne? Aber habe ich nicht. Jedenfalls nix. Okay. 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 Und dann muss das hier auch das beschissenste Gelände sein, ne? Keine Ahnung, wann ich da ausweichen soll. Dumpfe Waffen sind mächtig für Staggern, ja, denke ich mir. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich habe es zwischendurch mal bemerkt. Was habe ich denn so? Ich habe nichts. Blutverlust. Kriegshammer. Wie groß ist denn der?
Was macht Beharren? Verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Was war jetzt nochmal mit dem? Der macht halt weniger Schaden aktuell, ne? Und ich bin auf großer Last, wenn ich den ausgerüstet habe. Aber es dürfte nicht viel sein. Kann ich den leveln? Große Runen, Kriegsasche, Kleidung, Truhe sortieren, Zauberlernflaschen, Stufenaufziehstieg. Ah, da muss ich echt jedes Mal zu diesem dämlichen Schmied. Nee, ich muss nicht bis zum Schmied. Ich kann auch. Ja, so langsam macht es, glaube ich, wirklich Sinn. Kann ich das nicht auch hier selber machen? Mir da ein Ding einzurichten. Ein paar Seelen brauche ich. Komm, ich probiere die Waffe mal aus. Ah, Runen. Es sind Runen. Nicht Seelen. Schmiedetisch nicht weiter verstärkt werden. Okay. So, wie kann ich mir den jetzt favorisieren? Und wie komme ich Orte der Gnade hier? Ritter der Tafel fest? Liste an aus. Markieren. Und wo sind meine... Oh wait, ich kann hier einfach... Moment, ich kann Orte der Gnade, X... Ja, vielleicht geht's so. Vielleicht bin ich so schneller. Ja Leute, ich habe mich gegen euch verschworen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Well, I took you for no matter. It's all the way out your arms, then. Schmiedestein 3, die fehlen mir halt, ey. Das ist so mies, ne? Ach, das ist so ärgerlich, diese dummen Schmiedestein 3. Ah. sind 227. Und die macht jetzt schon ein bisschen mehr. Aber einhändig geführt. Oh Mann, ey, muss ich jetzt echt nochmal schnell gucken, ob ich einen Schmiedestein Level 3 finde. Weil mir einer fehlt. Hallo? Schmiedestein 3? Hier irgendwo? Nee.
Okay. Die Arbeiter können auch welche droppen, ne? Das ist natürlich geschickt, dann machen wir sie auch noch platt. Ein paar Seelen zum Leveln muss ich natürlich auch sammeln. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund davon, hier irgendwelche Sachen zu farmen, ne? Weil mir das immer ein bisschen zu lang dauert und ich finde es irgendwie doof. Hey. Die Mine in Altus. Hey. Magier. Hunger Kristall. Schmiedesteine, wo seid ihr? Wegen Zeitersparnis, ja, tatsächlich. Also, wenn du eine Möglichkeit hast oder weißt, so Schmiedestein 3. Nur weil, also, weil ich bin ja jetzt echt, ich laufe jetzt hier in der Mine rum, die mir null bringt, ehrlich gesagt. Also wenn du eine Idee hast, wo ich auf die Schnelle... Ich brauche ja nur einen einzigen verdammten Schmiedestein Level 3, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den wie das letzte Mal einfach direkt da oben finde. Aber anscheinend... Okay, die Klangperle ist hier irgendwo in der Schatztruhe, sagst du? Oh, wo war denn die Schatztruhe? War die da vorne rüber, da drin? Ja, 4 und 6 habe ich, glaube ich, genug. Ah, altes Plateau, okay. Hier war auch eine Kiste, die ich noch nicht geholt hatte. Irgendwo war hier, glaube ich, auch noch eine Kiste. Kuckucks Schimmerstein. Lol, hier stand mal einer. In der Ecke. Ach, da oben hängt er. Lol. Kristallmesser. Okay. Leute, gebt mir doch bitte einfach geschwind einen Level 3 Schmiedestein. Ich wäre euch echt dankbar.
Ah, guck mal, da hinten sind welche. Hoffentlich ist da ein Dreier dabei. Miedestein 2, 3. Yes. Aber jetzt kill ich hier noch ein paar. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ich krieg noch mal ein, zwei. Ah, guck, die stehen ja hier sogar um welche rum. Jawohl, da sind nochmal zwei. Sehr gut. Erde erschüttern. Okay. Viermal Stufe 3 und sechsmal... Und sechsmal Stufe 3. Ach du Scheiße. Immer 12 Stück von jeder Stufe. Echt jetzt? Ja, aber so viele kann ich ja bei den Ladies eh nicht kaufen. Oder? Ja, hier ist jetzt Ende, ne? Ja. Ist hier noch irgendwo ein Schmiedestein? Nee. So viele kann ich bei den Ladies... Ey, hier ist ja auch eine rote Markierung. Besuch von Haus Vulkan Istvan, den habe ich doch schon gekillt. Ah ja, ich brauche nochmal Schmiedestein 3. Ja, du sagst es, ne? Ah, shit. Ah, shitty. Das sieht ja auch cool aus hier. Wird zwar Giftsumpf sein, aber nicht trotzdem witzig. Also mit der Klangperle kann ich unendlich viele kaufen. Okay, das ist natürlich was. Goldener Pfeil. Oh. Kann ich hier runter, ohne zu sterben? Weiß ich nicht. Karte nicht mit derselben Taste zugeht, mit der man es öffnet, ne? Da. Haus Vulkan schon durchgespielt? Der Thorsten. Ja, Haus Vulkan, da ist ja nix. Ich sag nur, ich hab denen gesagt, hey, ich bin bei eurer Sache dabei und dann war's das. Das ist nicht die richtige Mine. Scheiße.
Was bist du denn? Ihr seid Schnecken. Gebirgsschnecken. Kristallwurfpfeil. Minestein 5. Wow, Leute, was zum... Oh Mann, ey, Zappler, kleine Zappler. Schweinerei. Schmiedestein 5. Brauche ich nicht. Ich brauche Dreier. Schmiedestein 5. Ja, genau. Das, was Miku sagt. Ich möchte den Stier mit einer stumpfen Waffe. Seid ihr... Aha. Ja. Hab ich's doch richtig bemerkt. Das Loch auf. Ins Bett chillen, okay. Oh ne, zwei davon. Ihr wollt mich doch verarschen. Naja, gut. Das ging absolut klar. Klangperle 2 des Dunkelsteinschürfers. Okay. Nehme ich natürlich. Jetzt ist das nicht die Klangperle, die ich brauche für den... Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Sehe ich hier noch irgendwo eine Höhle? Hier. Aber das ist schon Vulkan, hätte ich gesagt. Uff. Südost. Hier so?
Weil das ist ja hier wieder Außengebiete Stadt. Dann muss es, also Südost ist ja dann hier. Warm. Ja, irgendwo hier halt, ne? Ja, wait, dann doch im Inneren hier in der, oder was? In der Stadthöhle. Weil das ist in Innenbereiche Stadt. Du meinst ja Altusplateau. Genau die. Ah, okay. Die da. Ja gut, das ist ja dann... Super, vielen Dank für den Hinweis. Wichtig, wichtig, wichtig. Hier nicht zu viel Zeit. Dass ich nicht so viel rumfarmen muss. Das ganze Goldene, echt? Das hier ist doch Randgebiete, hieß das doch, oder? Jetzt ist die Frage, wie ich da runterkomme. Ne? Muss ich hier schon rüber? Ja, sieht so aus. Ja, okay. Alles klar. Das ist schon eine geile Farbe hier alles. Ah, okay, verstehe. Leyendel, Randgebiet, alles ist altes Plateau. Okay. Was seid ihr denn? Ihr seht aus wie... Ah, nee, das sind Eier. Wait. Doch, schon hier. Da in der Ecke. Aha. Okay, die Höhle sieht im ersten Moment ein bisschen anders aus. Hä? Lol. Aha. Okay, nee, doch nicht. Sieht wieder aus wie die anderen. Wie jede andere Höhle auch, so ein bisschen. Aber ihr habt andere Rucksäcke. In einer anderen Farbe. Stein 5. Wupp, wupp. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen gesprungenen Kristallen überhaupt machen kann. Jawohl. Nice. So, was ist das hier schon? Mehr gibt's hier nicht. Gibt's keinen Endboss? Ja, sieht so aus. Als wäre es das gewesen. Nee, hier, warte, da geht's noch nach oben. Nee, goldene Rune. Okay. Hoffentlich wirst du nicht OP jetzt. Dann wär's langweilig zum Zuschauen, ne? Nein, hier will ich doch gar nichts. Orte der Gnade. X. Ah, so. Hallo? Reisen an einen anderen Ort von hier aus nicht möglich. Hä, dann muss es hier noch einen Boss geben. Wo geht's hier weiter?
Hier muss es noch irgendwo weitergehen. Ich höre links was klopfen. Achso, nee, ich war ja an der Gnade, stimmt. Hey! Aha, guck mal. Hier geht's weiter. Ah. Hinten irgendwas? Nee. Ist das doof hier? Ständig auf die Wände einprügeln. Autsch. Oh nee, oh nee, oh nee. Ach nee. Sitzt da so eine hässliche eiserne Jungfrau im Keller. Oh Mann. Ich brauche halt die Runen. Brauche ganz dringend die Runen da unten. Das waren fast 30.000. Also was heißt ganz dringend? Ja, hält sich in Grenzen, aber die hätte ich schon gerne. Das ist ein Level. War nicht hier irgendwo? Mist. Ah, okay, nichts passiert. Ah, gut, dann kämpfen wir uns jetzt mal langsam nach unten. Wobei, hier ist die Leiter. Geh hoch! Okay. Ja, killt ihr euch da unten mal gegenseitig. Das finde ich gut. So. Was seid ihr überhaupt für kleine Wesen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Scheiße, was ist hier los? Was ist das für eine Höhle?
Onyx-Fürst. Hi. Servus. Hilfe! Könnten Sie bitte aufhören damit? Okay. Ja, geht klar. Geht absolut klar. Läuft. Onyx Fürsten Großschwert. Oh, ich glaube, ich weiß, wo... Nee, wait, what? Okay, nice. Cool. Direkt den Zugang hierzu. Direkt den Zugang zum Turm gefunden. Das ist sehr gut. Dann muss ich mich da nicht nochmal durchkämpfen. Okay, jetzt gucken wir doch nochmal. Also. Jetzt habe ich für euch hier hinten eine Perle. Oder zwei, drei Perlen. Ich habe ja verschiedene. Ja, ihr kriegt einfach alle. Okay, keine mehr. Kaufen. So. Miedestein 3. Wie viele Seelen habe ich denn überhaupt? 45.000. Geil. Und kaufen wir einfach mal. Kaufen wir einfach mal. So, passt. 20 Stück. So, gib ihm. Schmiedestein 4 brauche ich auch noch ein paar. Gut. Kann ich bei denen schon... Ich glaube, ich konnte schon Schmiedestein 4 kaufen, ne? Glaube ja. 3, 4. Ja, perfekt. Fünfer müsste ich ein paar im Inventar haben. Ja, perfekt. Yes! Oh, plus 17! Plus 17! Oh mein Gott! Du hässliches Sternenebert-Viech, jetzt gibt's richtig. Jawohl. Jetzt aber. Komm mal her, du Bazi da oben. Das verstehe ich immer noch nicht, wo ich hier ausweichen muss. Warum macht diese Waffe weniger Schaden? Oh
Oh, er weicht genau im richtigen Moment aus, ne? Warum macht diese Waffe weniger Schaden als mein Schwert? Ich bin verwirrt. Ich bin äußerst verwirrt. Weil ich mit dem Schwert eine Spezialattacke gemacht habe. Ja, das kann sein. Aber alter Schwede. Ach, come on. Alter, dieses Ding. Dieses Ding ist ein Nervbock. Keine Ahnung, wann ich da ausweichen muss. Das Ding ist ein Brocken. Ja, das ist ja auch quasi ein... Das muss ja aus einem Stern rausgefallen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt, die Sprungattacke vergesse ich immer wieder. Danke auch noch für den Hinweis. Man darf da nicht in ihn reinrollen. Auf keinen Fall. Komm mal ein bisschen in die Mitte hier. Ich will nicht mit dir am Rand vom Krater kämpfen. Das ist scheiße. Ich bin ja so blöd, ne? Habe ich jetzt... Wie viele Seelen habe ich jetzt verloren vorhin? Fällt mir gerade so auf. Ach, komm. Warum muss auch noch dieser Krater so scheiße sein? Und dann trifft mir egal, wo ich stehe aus seiner Sicht, ne? Komm jetzt her, du Nasenbär. Okay. Das ist...
Ach, jetzt bin ich wieder tot. Nee, bin ich nicht. Glück gehabt. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass mein Schwert hier an der Stelle... Mit meinem Schwert bin ich weitergekommen. Und das hat nur plus... Es ist plus 11. Aber damit bin ich besser unterwegs. Damit bin ich besser dran. Oh Mann, ey, der ist aber auch schnell für seine Größe und Schwere, die er, die behauptet wird, dass er sie hätte, aber er hat sie einfach nicht. Er ist einfach... Oh. Eine Attacke nach der anderen wird hier durchgeballert von diesem... Leute! Es geht mir auf den Sack! In Dark Souls 3 zur Beruhigung. Sam, grüß dich. Ah, schön, dass ihr am Start seid, Leute. Alle miteinander. Oh Mann. Mir geht's ja nur so sehr auf den Sack, weil ich ja gestern schon gegen einen großen Drachen kämpfen musste, der viel zu schnell war. Weicht aber auch. Wie? Warum? Der hat einfach dieses Movement drauf des Todes, dass er immer genau den Abstand wieder kriegt zu meinem Schwert, dass ich nicht meine tolle Attacke trifft. Meine Fresse, ey. Komm jetzt her und hör auf, dich genau im richtigen Moment wegzudrehen. Ach, schon wieder. Die gehen so oft ins Leere. Ach, scheiße.
Jetzt kommt man dahin und denkt, man hat sich die todesgeile Superwaffe zusammengebastelt. Plus 16. Eine plus 16 Riesenwaffe. Die supergeil aussieht. Und dann prügelt man auf den Gegner ein. Und auf einmal kriegt er trotzdem keinen Schaden. Ach. Natürlich grabbelt er mich. Was sonst? Lass mich, ich will heilen, bitte. Der bekommt kaum Physical Damage und hell und trifft mich mit so viel Damage. Das ist... Ja, nee. Nee, nee. Da ärgere ich mich zu Tode. Da ärgere ich mich richtig übel. Und hier ist sowieso... Was ist das hier für ein Blödsinn? Hier, da in die Richtung soll ich, in die Richtung soll ich, in die Richtung soll ich. Die Dinger zeigen mir in alle Richtungen irgendwas an. Hilfe! Was ist hier los? Das sieht wild aus. Keine Ahnung. Ich will jetzt den Boss klatschen. So einen richtigen Fortschritt-Boss. Also, das Ding zeigt darüber. Soll ich zum Baum? Sagt mir dieses Ding hier, dass ich zum Baum soll? Wo ist er überhaupt? Da. Was ist denn das hier? Was bist du denn? Du bist ein Gegner? Wurmgesicht. Hilfe! Was ist hier los? Was passiert? Was ist passiert? Okay. What? Ihr seid ja zwei Saftnasen, ey. Ey, du. Schnauze. Ich hänge an irgendeinem Gedöns. Nee, ich glaube, ich darf. Das darf nicht voll werden, ne? Ah, Todespest. Okay.
Okay. Der graue Balken darf nicht voll werden. Na gut. Oh Mann. Von einem Scheiß ins nächste. Lindert die Belastung? Nee, das heißt nicht die Resistenz, sondern das ist Belastung. Das heißt, das ist so ein Notfallding für hier. Wo ist es? Da. So, wo ist dein kritischer Punkt dann? Vorne. Ich hoffe, dass der kleine genauso funktioniert wie der große. So, mein Lieber. In den gelben Siff darf ich nicht rein, glaube ich. Aua, aua, aua. Alter, was... Was ist denn das hier? Oh, es ist alles zu eng und zu viel los und... Mann, ey, der eine Gegner kriegt keinen Schaden. Der andere steht zwischen Bäumen und verbreitet Todespest. Es war so schön. Es war so schön. Einen coolen Kampf gegen einen Riesentypen auf einem Minipferd gehabt. Und andere coole Kämpfe gegen ein löwenartiges Scheusal und einen Dingsritter. Es war ja so klar, dass es irgendwann vorbei ist, das schöne Kämpfen. Es war so klar, dass das schöne Kämpfen irgendwann vorbei sein muss. Und jetzt hat man hier den größten... Böh! Keine Ahnung. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht wohin. Ich habe hier lauter Steine im Weg. Man kann nicht mal richtig hier rumlaufen. Die Arena ist scheiße. Der Gegner ist scheiße. Alles Mist. Nee, ach komm. Oh. Leute auf YouTube, ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten. Ich mache eine kurze Pause. Ich werde mich kurz sammeln. Und dann gibt's die nächste Folge, die ich aufnehme. Bis dahin müsst ihr euch allerdings noch einen Tag gedulden. Haut rein, tschüss.